Onboarding bedeutet im Grunde nichts anderes, als jemanden an Bord zu holen. Das wird im Recruiting oder im HR-Bereich sehr oft verwendet und meint die Einarbeitung von Mitarbeitern in bestimmte Prozesse des Unternehmens. Ein klassisches Unternehmen besteht ja aus verschiedenen Abteilungen. Es gibt eine Buchhaltungsabteilung, es gibt die Vertriebs- und Marketingabteilung, es gibt die Produktionsabteilung, Liefereinheiten, es gibt ja verschiedene Bereiche und überall muss ich sehr viel wissen. Wenn ich als neuer Mitarbeiter einsteige, gibt es sehr, sehr vieles, das ich nicht kennen kann. Ich kenne vielleicht nicht die Betriebsordnung, ich kenne nicht den Dresscode, ich kenne nicht die Benimmregeln, ich weiß nicht, was diese Position, wo ich jetzt gerade anfange zu arbeiten, was die alles erfordert, was ich dafür mitbringen muss. Und es ist sehr, sehr aufwendig, neue Mitarbeiter einzuarbeiten. Es ist sehr teuer. Ich muss nämlich einen erfahrenen Mitarbeiter herausnehmen aus dem Geschäft, der dieser neuen Person im Grunde persönlich eins zu eins erstmal mehrere Wochen und Monate zur Seite steht, um wirklich Schritt für Schritt diese neue Person einzuarbeiten. Und unsere Erfahrung ist, dass es mit Digitalisierung auch hier funktioniert, jemanden automatisiert einzuarbeiten. Ich könnte beispielsweise sogar im Bewerbermanagement dafür sorgen, dass diejenigen, die sich bei mir initiativ bewerben, automatisierte E-Mails erhalten, 3-4-teilig, um sich auf diesen Termin vorzubereiten, an den Termin erinnert zu werden. Das erhöht die Terminquote, also dass die Leute wirklich kommen. Auch gleichzeitig Hausaufgaben bereits mitzuteilen. Schauen Sie sich bitte folgende 3 Broschüren an, gehen Sie hier mal auf die Webseite, schauen Sie sich dieses Imagevideo an, informieren Sie sich zu unserer Historie. Das heißt, ich sorge dann dafür, dass meine Abteilung, die sich um Bewerber kümmert, auch wirklich nur aktive und engagierte Bewerber hat und eben nicht Leute, denen man im ersten Bewerbungsgespräch nochmal erklären muss, was die Firma eigentlich macht. Und zweitens kann ich im Bereich des Onboarding dafür sorgen, dass ich einfach mal per E-Mail und per Videosequenz aufnehme, was ich normalerweise 1:1 vermitteln müsste. Und der Weg dahin ist nicht so schwierig. Ich könnte einfach einmal, wenn ein neues Mitglied in der Firma anfängt, einfach das Ganze mit einer Videokamera begleiten. Die kann auch 300 € kosten und ich stelle die einfach nur hin und filme das Ganze. Und genau dieses Einarbeitungsvideo kann ja bestehen aus 20, 30 Teilen. Das kann ausgeliefert werden im Rahmen einer E-Mail-Kampagne von Tag zu Tag, immer nur so 3-5 Minuten Videos sich anzuschauen. Und dann ist nämlich die Aufgabe eines neuen Mitarbeiters, sich jeden Tag ein kleines Video anzuschauen. Und dadurch wird man automatisch eingearbeitet. Es muss also keine neue Person eingearbeitet werden von einem alteingesessenen Mitglied der Firma, sondern das funktioniert automatisiert über eine Onboarding-Sequenz per Video und per E-Mail.